Hallo und herzlich willkommen hier beim Hearthstone Pack Opening. Ja, TGT ist endlich draußen. Wir haben sehr, sehr lange gewartet. Diese schönen Packs haben hier schon lange rumgewackelt. Die Packs waren gestern schon draußen, aber wie man sich vorstellen kann, waren die Server überfüllt. Man ist nicht raufgekommen, wenn man raufgekommen ist, ist man direkt wieder runtergeflogen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wir werden die 50 Packs öffnen. Ihr habt es wahrscheinlich schon bei Hackety gesehen. Die haben da ein bisschen was erklärt. Und so. Ihr seht hier, das sind alles neue Karten. Zum Beispiel das hier ist schon mal nice. Your Hero Power Cost 1. Schon mal ein bisschen sparen. Und ja. Muss mir die Karten alle selber genau anschauen, denn ich habe mich noch nicht so groß darüber informiert. Marcel muss mir da auch wahrscheinlich ein bisschen helfen mit dem Dex. Oh, eine Epic. Battlecry, add a random Paladin card to your hand. Okay. Ich weiß nicht, es ist ziemlich ein High Drop, aber es kann nicht schlecht sein, würde ich mal behaupten. Aber halt eine random Paladin Karte für jedes Stack. Gute Frage. Hier, by the way, Inspire Effect, ja, das sind die neuen Effekte. Das heißt, wenn man seine Hero Ability benutzt, wird jetzt ein Effekt stattfinden. Das heißt hier zum Beispiel ein Silver Hand Recruit. Ist halt auch für den Paladin gedacht, diese Karte. Ja. Machen wir weiter. Ich hoffe, wir ziehen hier 1 bis 2 Legendaries. Warhorse Trainer, Savage Combat, Inspire Give Your Hero, plus 2 Attack this turn. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Mit dem Druiden. Gain 1 Attack, Battlecry gain 1 Attack for each friendly Totem. Das ist für den Totenschaman. Ich glaube, den werden wir bestimmt auch erstellen. Na, machen wir mal weiter. Oh, what the fuck war das für ein Pack? Okay. Eine Golden Rare, eine Golden... Ja, put a copy of... of an enemy minion into your hand. Hier einfach ein 2-1er Taunt. Battlecry, change all enemy minions attack to 1. Okay. Weiß nicht, ob man die im neuen Paladin Deck spielt. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall schon mal nice. Oh, eine Epic. LOL! Oh, okay. Okay, you can use your hero power twice a turn. Und hier, ja. Man kann halt den Hero nicht angreifen, aber hat halt 10-10 für 9 Mana. Ich glaube, wir den da weniger gespielt und zu Staub erstellt, nehme ich jetzt mal an. Aber noch eine Legendary hinterher und eine Epic. Geil. So kann es weitergehen, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir 50% Chance, einen anderen Minion anzugreifen. Noch einen anderen Gegner. Okay. Hier Flash Heal. OP für den Priest. 5 Health. Für 1 Mana. Ist schon was, ne? Aber hast du 5 Leben für 1 Mana zurück. Fashion Coach. The next time you use your Hero Power, it costs 2 less. Okay. Also 2 weniger. Für nächstes Mal. Hier wahrscheinlich auch wieder für den Totenschaman. Draw 2 Cards. Ja, weiß ich nicht, ob man das braucht. Machen wir mal weiter. Golden Common. Battlecry did 1 damage to a random enemy, okay. Hatten wir glaube ich schon, weiß es nicht. Wieder das für den Totenschaman, um die Totems zu buffen. Ja. Hier eine Karte, die Wind Fury kriegt. Weiß jetzt nicht, ob das für so ein Face-Deck gut ist. Könnte man sich noch ein Hunter-Deck vorstellen, nehme ich an. Ich laber vielleicht hier total die Scheiße und Marcel denkt sich so, was labert der für Müll? Noch eine Golden Card. Choose one. Transform to gain charge or 1 plus 1 and stealth. Okay. Sie gucken gerade, das ist auch nice für ein Murloc-Deck. Das ist mit deiner Hero-Ability einen random Murloc bekommt. Sie gucken gerade zu über TeamViewer. Ich dachte, sie machen stimmlich mit, aber sie meinten, nee, sie sind zu viele Leute. Aber ja.
Gain one attack and taunt, solange wir einen Drachen auf der, also wenn wir einen Drachen auf der Hand haben. Battlecry deal 4 damage. Okay, es kann stark sein, aber ist halt auch ein extreme High Drop mit 9 Mana. Epic! LOL, next legendary. Chimma! Definitely, if you're holding a dragon, deal 3 damage to all minions. Okay. Okay. Und destroy a minion at a random minion to your opponent's hand. Hm. Das hier ist halt auch so. Weiß ich halt nicht. Aber hier, schon wieder eine legendary. Das ist schon mal richtig nice. Und das nach 20 Packs. Ne, 10 Packs. Was laber ich hier von 20? Ne, waren 20, never mind. Ja. Hier, deal 4 damage to each hero. Okay. Und Battlecry deal 3 damage to this. Okay. Naja. Naja. Ist halt ein 2-1er dann, ne? Ist nicht mehr wirklich was. Glaube ich, ist ziemlich eine Scheißkarte. Außer wenn man sie dann halt wieder healt und keine Ahnung was, aber. Gibt's bestimmt bessere Karten. Hier, Saboteur. Your opponent's hero power cost 5 more next. Ja, kann ich mir stark vorstellen. Gegen einen Hunter oder so. Ich kann es mir allgemein einfach stark vorstellen. Ich habe hier eh den totalen Bullshit. Ne, wir hatten echt erst noch nicht so viel geöffnet. Oh, der nächste Epic. Läuft bei uns. Gain 10 Mana. Oh, ja. Das ist halt so eine MLG-Karte. Du hast halt eine ganze Hand ab. Und hast dann 10 Mana Crystals. Und dann musst du halt geile Karten ziehen, um deinen Gegner zu ficken. Aber kann stark werden. Das hier kann auch stark werden im Mage-Deck. Allgemein sind starke Karten dabei. Ich habe gerade eine Teamspeak-Nachricht bekommen. Okay. War wohl nicht für mich. LOL! Die nächste Legendary. whenever another minion takes damage, destroy it. Okay. 7er drauf halt für 4-2. Ist halt, ja. Schnell geklärt, aber müssen wir gucken, was mit den Karten so passieren wird, was für neue Decks da entstehen werden. Ja. Das hier, can't attack, is by a can't attack normal this turn, okay. Okay, okay, mach mal weiter. Alter, waren das schon 4 oder 5 Legendaries? 4, glaube ich. Richtig nice, ne? Hallo? Okay. Boah, eine Golden. Transform a minion into a 4-2 boar with. Das ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Den Pirate-Dingens da, der 1+1 gibt. Auch schon ein paar Mal gezogen jetzt. Zweimal Rare. Das ist die OP-Warrior-Karte. Hat selber Taunt mit 3-2 und gibt einen anderen Minion auch nochmal Taunt. Und hier wieder für einen Schaman-Totem. Give your Totems 2 Attack, also man kann seine Totems jetzt echt bis zu Tode buffen. Und da der Warhorse Trainer halt, um seine Dinges da zu buffen. Den hatten wir auch schon. Give a Minion 3 Attack and Divine Shield. Könnte man in Arena spielen, ich weiß nicht, ob man das im Normal spielt. Wie gesagt, ich habe null Plan. Und Battlecry, reveal a minion in each deck if you cost more. Ah, okay. Noch ein schöner Effekt. Battlecry, den Murloc, hatten wir auch schon ein paar Mal. Power Shot deal 2 damage to a minion and the minions next to it. Okay, das heißt, man kann 6 Damage machen. So gesehen, also halt. An die 3 Minions sie 2 Damage. Control Hunter, maybe? Ne, Epic? No, what the fuck? Diese Packs gerade, ne? Da hatten wir auch 2 Saturn. Copy your opponent. Okay. Kann nützlich sein. Kommt halt darauf an, was man gerade spielt, in welcher Situation sich man befindet, ne? Also, wir haben immer noch über die Hälfte vor uns. Wir haben schon so gute Sachen gezogen.
Alter, was sind das denn gerade für Packs? Swap the attack and health of all minions. Okay. Battlecry, if you have a minion with taunt, gain 1 durability. Also einmal mehr benutzen. Und ne, das nächste Mal Hero Ability benutzen, 2 weniger. Alter, es läuft bei uns gerade. Ich weiß nicht, wie es bei Hackett ist. Bei Hackett ist, glaube ich, richtig scheiße gelaufen. Hatte, glaube ich, die Hälfte der Karten nach 50 Packs. Deal 3 Damage, gain 3 Armor. Ja. Machen wir mal hier zackig vorwärts. Ich kann euch ja eh nicht groß erklären. Wenn ich was sage, laufe ich irgendwelche Scheiße. Rare. If your opponents here. Ah, das hatten wir auch schon. Hier der 2-1er Taunt. Das hier, Chosen Minion, whenever it's attacked, restore 4 health to your hero. Kann auch stark sein, gegen einen Facehunter, wenn du da halt sein Leben. Ja, hier. Jedes Mal, wenn du mich angreifst, kriege ich halt 4 Leben dazu. Kann schon den Facehunter slowen. Haben wir auch schon. Give your Taunt Minions 2 plus. Boah, ja, die Warrior wollen halt hier mit mehr Taunts gebufft werden. Sehe ich schon. Warrior und Taunts. Aber Hackett hat mir vorhin gesagt, es spielen auch extrem viele Leute mit dem Grim Patron Warrior. Aber naja, das wird sich wahrscheinlich alles in nächster Zeit ein bisschen ändern, die Meta. Mal gucken, was es da sich so ergibt, ne? Mal weiter. Noch 22, den 23 vor uns. Zweimal Rare. Reveal a Minion in each deck if you cost more. Gain Taunt and Divine Shield. Okay. Auch cool. Inspire, return this Minion to your hand. Ah. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so praktisch ist. Kommt das. Mal ein bisschen drauf an, ne? Die 4 Damage to each hero hat man auch schon. Whenever a character is healed, gain 2 attack. Das ist eine echt starke Karte in einem Priest. Muss ich halt einfach sagen. Das ist echt. Puh. Man kann in einem Zug schon ziemlich ein bisschen was an ATK dazu kommen. Golden Common, Combo Gain 3 Attack, Roach Karte. Dann den Totem Buffer. Ja. Sollte man alles langsam kennen. Hoffe, es kommt noch die ein oder andere Legendary. Eine Epic. Nice. Na gut. Alter, wieder ein schönes Pack. Death Rate You Here bekommst. Oh, das ist eine Scheiße. Das hatten wir gestern schon. Ist halt wirklich langsam. Für einen Schaman, also wirklich nicht zu gebrauchen, angeblich. Hat man auch schon, haben wir die in Golden. Kann mir danach bestimmt ein paar Legendaries auch erstellen, die ich brauchen werde. Ein paar Karten. Rare. Battlecry, if you have a Minion with Taunt, das hatten wir auch schon. Gain an empty Mana Crystal. Lose an Mana Crystal, okay. Müsste man den fast silenzen, ne? Das ist ja scheiße, wenn man dann einen kommt und dann wieder einen verliert. Deal 2 Damage to a Minion, ah, da hatten wir auch schon. Ich glaube, hier die ganze Zeit über das gleiche. Fist of Jerexus. When you play or discard this, deal 4 damage to a random enemy. Okay. Dass man aber es auch erst abwerfen kann. Ja, es leckt. Ich kann die Karten nicht öffnen. Ah doch. Ball of Spiders summons 3 101 Web Spiders. Okay. Ah ja, Web Spiders, da kriegst du noch Karten raus. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Dürfen wir auch alles schon kennen. Ja, ich hoffe, ihr habt das Case-Opening von mir noch gesehen. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir hatten mal wieder ein bisschen reingelackt. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Und ja. Ich glaube, eine Legendary ist noch dabei.
Ich sag eine Epic nochmal. Was haben wir hier? Destroy 2 random enemy minions, discard 2 random cards. Okay. Transformer Minion, das hatten wir. Okay. Da wird halt auch eine Karte von jedem Deck gezogen. Diese, die halt mehr kostet. Also wenn sie mehr kostet, wenn es meine ist, kriegt halt diese Karte noch Charge. Nice, nice. Not a golden rare. Ram wrongly. Battlecry, if you have a beast, summon a random beast. Okay. Auch nice. Battlecry, silence a demon. Okay, okay, okay. Und hier nochmal Flash Heal, um 5 zu heilen. Beer Trap Secret für einen Hunter. Wenn du, after your hero is attacked, summon a 3-3 Beer with Taunt. Okay. Und Battlecry, add a random spell to each player's hand. Okay. Auch ein bisschen MLG. Und eine Rare. Hatten wir auch gerade eben. Eine Epic und eine Legendary sollte sicherlich noch dabei sein. Eine Epic. Twilight Guardian. If you're holding a dragon, gain one attack and taunt. Das heißt, wir haben für 4 Mana dann 2 Siebener. Solange wir nicht, also, wenn wir halt einen Drachen in dem Moment auf der Hand haben. Ist dann schon mal nice. Zweimal rare. Whenever you discard a card, gain 1+1. Ja, kann den Warlock jetzt langsam stärker werden, dass mehr Karten dazu gekommen sind, die dich dazu bringen, Karten abzuwerfen. If your hand is empty, deal 2 damage to the enemy hero. Okay. Battlecry, real minion in the stack if you cost more draw it. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Haben noch 6. 6 Packs danach. Zweimal rare. Whenever this minion attacks a hero, adds the coin to your hand. Okay. Jedes Mal eine Coin. Das ist schon mal auch interessant, auf jeden Fall. Und the Night of the Wind hatten wir, glaube ich, auch schon. Whenever you summon a beast, reduce the cost of this card by 1. Ne, hatten wir, glaube ich, noch nicht. So wie ich das sehe. Aber glaube ich noch nicht. Eine Rare. Hatten wir auch gerade vorhin. 1+1, wenn man eine Karte abwirft. Battlecry, if you're holding a dragon, can 1+1 and charge. Einmal plus. Haben wir auch schon irgendwie zweimal. Aber auf jeden Fall haben wir hier ziemlich viele unterschiedliche Sachen gezogen. Einer, der auf eine Schildkröte reitet. So, Skatschus. Battlecry, if you reveal a minion in each deck, if you cost more, restore 7 health. Okay. Auch nicht schlecht. Choose a minion whenever it attacks. Das hatten wir auch schon, ja. Ja, 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 ja. Die letzten 2 Packs. Ich hoffe, da kommt noch was Schönes. Hat man auch alles kennen. Und das letzte Pack. Wir lassen es los. Und wir fahren jetzt ganz langsam rüber, gucken, was wir haben. Okay, fangen wir hier an. Saboteur nochmal. So. Okay, okay, okay. Zweimal noch eine Warrior Card, give your weapon +1 attack. Battlecry, give a friendly mech 1+1. Stealth, Divine Shield, alles Klärchen, ne? Ich muss sagen, dann wären wir hiermit durch. Aber wir auf jeden Fall. Okay, es lädt ein bisschen. Ein bisschen was an neuen Karten. Und ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder Packs öffne. Tschüss!